Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Konstantin von Notz, erstmal finde ich das, will ich mich gegen den Begriff verwahren, dass wir entblödet sind als Große Koalition bei dem Bericht der Datenschutzbeauftragten. Ich kann Ihnen nur sagen, nein. Man kann juristische Sachverhalte haben, die kann man unterschiedlich einschätzen. Da hat man dazu unterschiedliche juristische Auffassungen. Und das haben wir in der Tat. Und das hat nichts mit entblödet zu tun. Und das Nächste sind die Vorwürfe von Herrn Hahn gegen den Ausschussvorsitzenden. Das finde ich unmöglich. Das ist überhaupt nicht richtig. Das war eine neutrale, angemessene Ausschussleitung über viele Jahre hinweg. Und lieber Patrick, vielen Dank dafür. Ich wollte zunächst auf das Verfahren ein Stückchen eingehen. Ich war in der letzten Legislatur im NSU-Untersuchungsausschuss und muss sagen, da war ein gemeinsamer Aufklärungswille da, eine ganze Menge Kollegialität, einstimmige Beschlüsse, konstruktive Zeugenvernehmungen. Und das ist etwas, das habe ich in diesem Ausschuss doch ein ganzes Stück vermissen müssen. Mit der ersten Sitzung dieses Ausschusses wurde eigentlich schnell klar, dass ein konstruktives und strukturiertes Zusammenwirken von Opposition und Koalition nicht gewollt sind. Von Anfang an war es Konfrontation, Misstrauen, Verschwörung auf Seiten der Opposition, angeheizt durch diverse Veröffentlichungen, nicht nur via Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch Buchveröffentlichungen wie der Geheime Krieg oder der NSA-Komplex. Allesamt Veröffentlichungen, welchen die Snowden-Veröffentlichung ungeprüft als Grundlage ihrer Berichterstattung gemacht haben. Im Übrigen ein ganz klarer Verstoß gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, lieber Herr Ströbele. Und diesen Denkfehler machte die Mehrheit der Ausschussmitglieder nicht. Wir hinterfragten veröffentlichte Skizzen und Papiere nach Plausibilität. Wir nutzten verschiedene Arten von Beweismitteln, ob Zeugen, Sachverständige, Urkunden. Dabei immer in einer intensiven und guten Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Eine Blockadehaltung konnte ich da nicht feststellen. Sondern selbstverständlich, wenn ich Material von Diensten haben will, das haben Sie in anderen Untersuchungsschüssen auch schon erlebt, wird natürlich geschwärzt und mit eingestuftem Material gearbeitet. Die in den Snowden-Dokumenten beschriebenen Methoden, Programme, Tempora, Prism, haben wir festgestellt, dass sie nach Expertenmeinung zwar grundsätzlich technisch nachvollziehbar sind, aber ihre tatsächliche Funktionalität konnten wir aufgrund der fragmentarischen Charakter der Dokumente nicht als seriös bewerten. Vorwurf der Wirtschaftsspionage wurde ausgeräumt. Der Vorwurf des Ringtausches wurde ausgeräumt. Der Vorwurf, der hier im Raum stand mit Blick auf das No-Spy-Abkommen, hätte es nie gegeben, wurde ausgeräumt. Die Problematik geheimer Krieg wurde ausgeräumt. Und die Kollegin Wagen hat darauf hingewiesen, auf eine falsche Berichterstattung des Spiegels 2013 mit den 500 Millionen Metadaten. Sie haben das richtig gestellt, Frau Kollegin Wagen. Und ich kann Ihnen nur sagen, der Spiegel war nicht das einzige Medium, was hier nicht korrekt berichtet hat. Meine Damen und Herren, das sind alles Fakten, die wir aufgeklärt haben. Und Fakten sind auch keine Skandale. Und bis zur letzten Minute, wir erleben das heute, wird von Linken und Grünen nur skandalisiert. Sinn und Zweck eines Untersuchungsausschusses ist es aber nicht, sich in Parallelwelten zurückzuziehen, Verschwörungstheorien aufzubauen und grundsätzlich allen Leuten zu misstrauen. Sinn und Zweck war es, die Vorwürfe von Edward Snowden zu prüfen. Und insbesondere der Vorwurf der massenhaften, anlasslosen Überwachung deutscher Staatsbürger durch Nachrichtendienste der sogenannten Five Eyes war und ist falsch. Gleiches gilt für die behauptete massenhafte Anlassüberwachung durch den BND und auch die Zusammenarbeit des BND mit anderen Nachrichtendiensten auf Basis einer Rechtsgrundlage ist zulässig und geboten und ist kein Skandal. Und ich bin erschrocken, dass Linke und Grüne ganz bewusst fehlinterpretieren und verzerren und so gemeinsam mit manchen Medienvertretern die Menschen bewusst in die Irre führen, verunsichern und Misstrauen sehen. Das erleben wir auch heute wieder in dieser Debatte. Nachrichtendienste haben eine wichtige Aufgabe in unserem Interesse, nämlich die Gewährleistung von Sicherheit. Und dabei sollten wir die Nachrichtendienste unterstützen und die notwendigen politischen Rahmenbedingungen gerade in Zeiten terroristischer Bedrohung geben. Mich hat insbesondere besorgt der Umgang mit eingestuftem Material, das ständige Durchstechen, insbesondere auch bei der Problematik der Selektoren, wo es kein Skandal war, eine unabhängige sachverständige Vertrauensperson einzuführen. Das hatten wir in ähnlicher Art und Weise bereits im NSU-Ausschuss erlebt. Das war sogenanntes Auge des Ausschusses.
Nina Wagner hat auf die Posse um die Snowden-Ladung hingewiesen. Wir waren bereit, den Zeugen zu hören. Der Zeuge hat den Ausschuss missachtet. Er ist nicht gekommen. Er lässt sich auf Cebit und überall hinschalten. Nur mit uns wollte er nicht sprechen. Und lieber Konstantin von Notz, das Geschrei von Linken und Grünen von Rechtswidrigkeit in dem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht und der BGH eine ganz klare Absage erteilt. Viermal hat die Opposition vor den höchsten deutschen Gerichten verloren. Die Drohgebärden, wir gehen nach Karlsruhe, alles rechtswidrig, alles stimmen, ist pure Show, um Aufmerksamkeit zu gelangen und eine nicht gerechtfertigte Skandalisierung. Ich will Sie ermuntern, diesen Bericht zu lesen. Ich möchte Sie ermutigen, weiterhin die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren. Und ich möchte zum Abschluss auch Danke sagen an die Mitarbeiter unserer Nachrichtendienste, die eine gute Arbeit in unser Interesse für eine gute Sicherheit leisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Jens Zimmermann das Wort.